Ja, ich heiße Uwe Gees, ich komme aus Heikendorf, bin pensionierter Soldat von der Marine, habe da auch das Segeln und das Motorbootfahren gelernt. Ja, und was machen wir? Wir packen die Taschen am Tag vorher, zwei Tage vorher und gehen dann nachher auf die Schiffe. Ja, und nach der Pension hat man mich angerufen, ob ich hier nicht so ein bisschen die Killerwoche mitmachen will. Und da es uns Spaß macht, haben wir das halt gemacht. Ne? Ja, und wir bewegen natürlich viel Papier, das sieht man ja. Immer mal nachkopieren, weil das nicht reicht. Mein Name ist Klaus Klüger, ich bin 72 Jahre alt, bin pensionierter Polizeibeamter und selber Segler gewesen für etwas mehr als 20 Jahre. Und früher hatten wir so 140, 150 Schiffe hier. Würde ich sagen. 140 und jetzt sind das etwas über 100 Schiffe, die wir haben, die von uns betreut werden. Und dann müssen wir noch unterscheiden, dann haben wir 8 Führungsschiffe, die die Felder immer anführen. Und diese Führungsschiffe kriegen große Flaggen. Und einige, die kennt man, das weiß man, die Schiffe, der Kapitän ist mir gleich, die kennt man schon seit 10, 15 Jahren. Und das ist schon ein fast freundschaftliches Verhältnis, ist daraus gewachsen. Wie jedes Jahr begrüße ich euch recht herzlich im Namen der Stadt Kiel, des Oberbürgermeisters und des Kieler Wochenbüros. Und habe auch jedes Jahr diese kleinen Unterlagen. Ja, was wieder wichtig ist. Einmal die Plakette zum Annageln. Captain's Handbuch für die Kieler Woche, da guckst du rein ganz in Ruhe. Ja. Und die schöne Flagge. Genau. Und wenn du die gleich hochziehst, dann sind wir schon zufrieden, dann wissen wir, dass ihr bei dir wart. Cool. Na? Ja, super. Die 20. Plakette, glaube ich. Die 20. schon? Ja, so. Gut. Gott sei Dank ist das trocken, dass man darüber steigen. Nein, natürlich freut man sich auf die Kieler Woche. Ist ja ein tolles Event, den wir hier haben. Das ist einmalig. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir alles geschafft haben und noch vielleicht ein paar Stunden zum Ende der Kieler Woche genießen können und dann was haben von der Kieler Woche.